Auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf bisher und der Dicke selbst hat noch gar nicht mit angefangen. Das gefällt mir gerade gar nicht. Also du könntest dir selbst nochmal eine Barriere geben. Hoppla. Aber der gute Anders, der hat absolut nichts mehr im Moment. Kannst nur abhauen, aber die Reichweite hier, das wird auch nicht klappen. Nicht gut. Naja, wurde es auch erwischt. Heilung, das dauert alles noch zu lange und Heiltränke habe ich auch gerade benutzt. Das heißt, wir müssen die Typen jetzt mal hier so langsam erledigen. Ja, das. Ja, verdammte Scheiße, das sieht nicht gut aus. So, der ist dann gleich auch weg, hoffe ich. Oh, Bethany. Ja, aber da kann ich leider auch nichts großartig machen, außer noch so ein bisschen mit ihr nach hinten laufen. Aber sie wird dann wohl einfach gleich sterben, weil wir haben nichts mehr ready für sie. Außer natürlich, wir bekommen die beiden hinten noch down. Ich glaube es aber gerade nicht, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Ja, auch nicht. Okay, und jetzt ist er selber auch am Start. Gut. Ändert sein Mana-Vorrat. Sieht nicht schön aus. Wiederbelebung. Du nimmst dir direkt mal sowas hier. Was macht der da hinten? Und Anders, wieso kannst du dich nicht bewegen? Okay, der hat da hinten so Kugeln gemacht, habt ihr gesehen? Sollten wir uns wohl lieber nicht von treffen lassen. Hawk stürmt mal wieder freudig voran. Schicken wir erstmal Evelyn mit rein. So. Hawk, du ziehst dich erstmal ein bisschen zurück und wirst warten. Du wirst da nicht als Erster reinstürmen. Ich glaube, du überlebst das alles nicht. Sie geht bitte nach unten. Ach, der macht irgendwas auf Enders drauf. Kannst du noch. Nee, du nimmst einen Trank. Gut. Okay, das könnte soweit passen. Dann. Hawk auch einen Trank gleich. Wenn es denn möglich wäre. Ja, jetzt ist Ich es hoffe nur, möglich. das Wunderbar. funktioniert. Das machen wir wieder aus. Du kannst auch dann direkt einen Heiltrank, einen Heiltrank, sage ich schon, einen Mana-Trank nehmen. Mal drauf. Und dann greifen wir mal an. Und weg ist er. Scheiße. Wo ist er hin? Verdammt. Er hat uns nur ein paar Freunde da gelassen. Okay, oh, dann kümmern wir uns erstmal um die. Ah, da hinten ist er. Und er macht auf Schönes auf Bethany. Okay, sie muss weg. Sah zumindest so aus. Evelyn, du bleibst schön auf Namryl ist selber drauf. Ja, das muss auf jeden Fall so sein. Nicht gut. Gar nicht gesehen. So, und dann wieder auf Bethany. Barriere auf Evelyn. Und Evelyn mit dem Heiltrank. Wir werden das jetzt ganz vorsichtig machen und ganz ruhig angehen. Und da kommen noch mehr von den Kleinen. Ich werde hier nochmal. Ja, Kräfte sammeln, einsetzen, dann kriegen wir schön Mana wieder. Und ich glaube, ich bleibe mal lieber auf Anders mit drauf. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Dann haben wir zumindest hier alles im Griff. Mehr oder weniger. Gut, Scharmützler, wo ist der Dicke hin? Da hinten ist er. Da hinten steht er natürlich gut. Okay, wir müssen dann erstmal die hier alle wegmachen. Ja, geht nicht anders. Was haben wir da Schönes? Ne, Versteinerung nicht unbedingt. Kettenblitz hat noch Cooldown. Ja, komm, machen wir mal einen Hasszauber. Ist egal. Ja, wir fokussen die erstmal alle weg. So, und der kommt hier nicht runter. Hat nur noch mehr beschwört, aber ich glaube, da ist er schon wieder. Okay. Perfekt. Dann schicken wir die alle wieder hier drauf. Ja, ihr könnt dann auch auf. Ja, ihr könnt auch auf den gehen. Gucken wir mal.
Soweit sieht das alles noch gut aus. Oh, was ist das? Ach, das... Nee, das kennt man ja. Ich hoffe, ich habe genug davon. So, ich bin wegen denen da noch so ein bisschen... aber die... Die scheint Bethany alle fertig zu machen. Und weg ist er. Und wieder da hinten. Scheiße, das gefällt mir nicht. Kommen mir noch irgendwelche weiteren Ads? Du musst mal kurz hier verschwinden, Mädchen. So, immer so ein bisschen drehen, weil es kann ja sein, dass hier gleich noch irgendwas spawnt. Aber sieht gut aus im Moment. Oh oh. Da war ich ein bisschen voreilig. Oh. Fuck. Okay, aber die drei sind... Na, dachte, die sind weg. Die sind einfach nur da. Okay. Ja, du schnappst dir natürlich wieder den hier. Ist logisch, ne? Hawk, wir müssen uns... Ja, wir müssen auf jeden Fall erstmal die Typen hier wegmachen. Sonst geht gar nichts. Die Schämen müssen alle weg. Feuerschaden, das war zu erwarten. Aber dafür sind wir vorbereitet mit dir. Und zwar habe ich hier... Wo haben wir es? Elementare Aegis, genau. Feuerresistenz oder alles an Resistenzen 40%. Das klingt nach einem guten Plan. Machen wir das mal. Bethany, du könntest... der ist gleich weg. Ich drehe nochmal ganz kurz, aber es scheint alles weg zu sein. Okay, es sieht gut aus. Zu meinem Gefängnis hier mit drauf. Hast es noch nicht ready, aber... Du bleibst auch mal erstmal auf dem mit drauf. Und Hawk, du gehst natürlich auch hier erstmal hier mit drauf. Ne, ist klar. So. Okay. Noch nicht mal 50% und ich kämpfe hier seit 20 Minuten, oder? Wie lange kämpfe ich hier? Letzten Part irgendwie angefangen? Naja, egal. Gucken wir mal. Also halten machen wir weg. Und wir können drauf gehen. Fix das Mal noch mit drauf. Da. Exakte Schläge anmachen. Ah ja, Feuerattacke in eine Richtung. Es macht also Sinn, wenn wir uns ein bisschen verteilen, wa? Damit wir nicht alle auf einem Haufen stehen. Dann machen wir das doch mal. So, hier drauf. Hast es ready. Perfekt anders. Gutes Timing. Und hier mit drauf. Und dann kommen wir hier wieder rein auch mit Hawk. Gut, dann gehen wir auf Nummer sicher. Direkt mal Barriere auf sie drauf. 50% weniger Schaden. Das solltest du jedoch trotzdem nicht abbekommen. Geh mal da weg, bitte. Dankeschön. Und, oh scheiße, Beth. Was? Oh, das wollte ich nie sagen. Nicht gut, das wollte ich sagen, genau. Das ging schnell. Wir müssen es echt verteilen. Oh, was für ein Kampf. Wiederbelebung. Gruppenheilung. Elementar... Ja, das ist ein guter Plan, ja. So, verteil dich da bloß. Mensch, ihr müsst euch auseinanderstellen, Leute. Verletzungsausrüstung nehmen. Und du musst auch da weg, Ork. Ork. Genau, du musst da stehen. Naja, klappt nicht so ganz. Mana-Trank. Und dann müssen... Nee, Hawk. Na, ich will Hawk, nee, nicht heilen. Der soll einen Trank nehmen. Wir brauchen die Heilung vielleicht für Evelyn. Die bekommt richtig gut Schaden rein. Mal nochmal. Das mal nochmal. Ja, das macht Sinn. Sie bekommt wieder die ganzen... Nee, okay. Sah ein bisschen aus, als würde sie die ganzen Feuerattacken abbekommen. Mal ist drauf. Er hat auch nicht mehr viel. Ich hoffe, es ist die letzte Phase. Heilung sparen wir uns mal. Hast es... Naja, sie sind sich auch lieber einen Trank erstmal. Lieber mit Trinken arbeiten. Zu meinem das Gefängnis machen, bitte. Und hoch wieder. Gut. Jetzt müssen wir nur gleich gucken, dass der sich gleich nicht wieder in ihre Richtung dreht.
weil dann wird es echt unangenehm. Ork wird wieder nach hinten geschleudert. Ja, das kennen wir ja schon. Und jetzt wird Ork wahrscheinlich gleich sterben. Wie kann ihn. So, betäubt. Und das geht gleich auch wieder weiter. Es sieht gut aus, allzu viel ist es nicht mehr. Evelyn, du hast doch sicher noch... Genau, diese schöne Attacke hast du ready. Und wer steht in dieser Richtung? Keiner. Wo stehst du? Ach, Bethany, du bist da hinten. Ja, das passt doch, das sieht doch wunderbar aus. Komm schon, mach die nieder. Okay, jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Wir werden trotzdem noch heilen, na erstmal Gefängnis. Und dann heilen wir Hawk nochmal fix. Bloß nicht leichtsinnig werden am Ende. Yes! 10.000! Huah! What a hell of a fight! Oh Mann! Geiler, geiler Bosskampf, ja. Huah! Sehr geil. Auch wenn es jetzt das ganze Video gedauert hat und noch die Hälfte vom Part, glaube ich, davor. 10.000 Erfahrungen, hat er auch was Nettes dabei hier. Okay, er hat Qual dabei. Das ist ein Amulett mit 1 Magie, Feuerschaden. Geiles Magierding. Ichor, mit 150 Angriff, Mana Ausdauer, 100% des normalen Angriffsschadens gegen Gegner im Nahkampf. Ist das eine Konterattacke? Das klingt für mich wie eine Konterattacke, was dann eher für Evelyn interessant wäre. 150 Angriff. Brauchen wir mit Hawk nicht. Ich habe den Segen der drei Wölfe noch. Der ist nicht so wirklich gut. Aber ich bin am Angriffscap, also bringt mir das eigentlich so erstmal gar nichts. Na gut, Heiltränke noch, dankeschön, die brauchen wir auch und Verletzungsausrüstung brauchen wir auch, ja. Puh, meine Fresse. Ich will gar nicht wissen, wie der Kampf auf Albtraum abgeht. Dann wäre ich so jämmerlich gescheitert. So, die Bogenschützen, die plündern wir natürlich auch noch. Sonst da irgendwas da gehabt? Nö, das war's. Also schön ist auch wahr, ich hoffe, so 20 Minuten Kämpfe haben wir dann nicht mehr allzu viele. Wenn es ein bisschen normaler weitergeht, hört ich auch nichts dagegen. Okay. Ah, die Bogenschützen haben nichts. Also ich möchte gerne mal wissen, wenn man hier nur der Nahkämpfertruppe reingeht. Man hat keinerlei... Okay, nein, keinerlei Flächenschaden ist ja schon mal falsch, weil als Krieger hat man ja auch so ein bisschen was. Kurz noch einen Blick hier rumwerfen. Aber es sind noch die Fallen da. Aber das wird doch saumäßig hart, gerade mit den Bogenschützen. Puh, erstmal durchatmen. So, das wäre geschafft. Dann machen wir weiter. Da gab es ja noch so eine Klitzekleinigkeit mit Korypheus und das Blut der Hawks. Das ist ja so nebenbei halt, ne? Was man halt so noch machen kann. Ja. Die Wimark-Schlucht. Gehen wir dann mal wieder zurück. Kommen wir aber nun wirklich wieder zu dem, worum es hier eigentlich geht. Ja, Korypheus wiederbeleben, Zwergenblutmagier, das Blut der Hawks, was als Schlüssel sozusagen gebraucht wird, um Korypheus überhaupt wieder erwecken zu können, weil das ansonsten nicht geht. Der blinkt doch noch, oder? Sieht so aus, aber ich kann nichts plündern. Nö, schade, geht nicht. Okay, warum auch immer. Dann halt nicht. Macht nichts. Und ich habe unseren guten Mabari, unseren treuen Mabari, habe ich einfach sterben lassen und ihn nicht wiederbelebt im Kampf. Das sehe ich ja jetzt erst. Verdammter Mist, das hätte ich mal machen müssen. Der wäre noch eine große Hilfe gewesen. So, versteckter Kater. Da sind wir doch schon fast wieder auf dem richtigen Weg. Ja, also an der Stelle nochmal. Tipps sind immer gerne gesehen, keine Frage. So extreme Spoiler, ja. Also wäre natürlich schade gewesen, wenn wir den jetzt verpasst hätten. Ich hätte mich auch selber geärgert, wenn der im RP nicht dabei gewesen wäre, der Kampf, weil... Ich hoffe, es ist eines der Highlights vom DLC, also wenn da noch mehr so Sachen kommen, wow, dann Respekt, aber... Ja, also, wenn ihr mir was schreiben wollt, dann überlegt es euch bitte, was ihr da genau schreibt. Wie gesagt, so kleine Tipps und Hilfestellungen sind da teilweise schon angenehmer. Aber nun gut, nichtsdestotrotz, wir haben ihn geschafft nach 2 Videos, oh mein Gott. An der Stelle mache ich den nächsten Schnitt und im nächsten Part geht es dann weiter auf der Suche nach Korypheus. Bis dann.